Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, hier stehe ich natürlich nicht an einem gotischen Bild oder an einer barocken Fassade, sondern im Hintergrund sieht man etwas Zeitgeistiges. Mittlerweile haben sich diese Werke überall schon verbreitet, an den Pfeilern der Autobahnen, an verborgenen Orten wie an diesem Platz. Und die Farbe und die Gestalt, der Ausdruck dieser Graffiti, so sagen wir dazu, gibt ja etwas von dem wieder, was Menschen von der Zeit erwarten und wie sie die Zeit sehen. Aber sie möchten sich auch selbst zum Ausdruck bringen, ähnlich wie wir das in der Mode tun, wie wir das in der Sprache tun und wie wir auch die Handschrift anwenden. Man kann sagen, der Künstler, der sich hier an die Arbeit gemacht hat, hat sich selbst eine Unterschrift gegeben auf einer alten Wand, um den, der es sieht, die wir kennen, diese Leute natürlich nicht, haben aber eine Möglichkeit, etwas von dem Menschen zu erfahren, der hier gemalt hat. Dieses Bild sagt mir natürlich jetzt wenig. Der Fachmann würde dazu einiges sagen können. Aber ich finde für uns interessant, dass wir an solchen Ausdrucksformen Zeit und Menschen erkennen können. Nun stehe ich hier an diesem Wort. Das Leben bekommst du umsonst. Der Rest ist käuflich. Ich schulde meinem Leben noch die Träume. Was für ein Wort. Da steckt vieles hinter. Vielleicht auch Enttäuschung, dass das Leben eigentlich einem Menschen nicht das gebracht hat, was er sich erhofft hat. Und es ist die Spur von Hoffnung immer noch erkennbar. Und interessant bleibt immer noch, dass wir unser Leben verdanken. Wir bekommen es nicht automatisch, sondern wir bekommen es als Geschenk. Und dieses Geschenk zu gestalten, das ist der Auftrag an uns Menschen. Ich grüße Sie ganz herzlich von ungewohnter Stelle, Ihr Propst Reinhard Richter.